Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC. Und es geht um die Meisterschaft. Um nicht mehr und nicht weniger hier in der dritten Liga. Es geht für uns um den Titel. Wir fighten mit dem FC Ingolstadt, die jetzt das eine Game schon mal gewonnen haben gegen Unterhaching. Damit haben sie ein Game mehr als wir. Gewinnen wir aber unsererseits das Duell gegen Dortmund 2. auf Platz 17. Wären wir wieder Tabellenführer und darum wird es jetzt gehen. Wir haben noch vier Spieltage vor uns. Der direkte Aufstieg ist halt relativ safe, gerade auch bei dem Programm, was wir jetzt noch haben. Ich denke nicht, dass wir da wirklich noch irgendwie verkacken. Kann natürlich auch passieren. Gehe ich aber stark nicht von aus. Ich meine, Aue, die haben ein Spiel mehr, haben ihr Spiel mehr sogar verloren gehabt gegen Halle. Mit einem Sieg sind wir 9 Punkte vor denen und dann ist das Ding auch durch. Also wir werden in dieser Folge auf jeden Fall den Aufstieg schaffen. So selbstbewusst kann man da rangehen. Die Frage ist halt nur, in was für eine Position bringen wir uns für den letzten Spieltag nach der Folge, was die Meisterschaft angeht. Das wird super, super spannend. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon, dass es sehr, sehr wahrscheinlich die zweite Liga wird. Wir müssen hier gegen BVBs zweites Spiel mit Hetwer als besten Spieler. Zuletzt die Dortmunder mit 5 Spielen. Dort ein Sieg, eine Niederlage und 3 Unentschieden. Hier haben wir die Aufstellung der Dortmunder mit Estevao im Tor. Semic, Aidonis, Iron Rehre und Enning hier in der Viererkette. Rogoff im ZDM. Asil und Eberwein bilden das zentrale Mittelfeld. Hetwer hier auf rechts, links Michel und Elongo Jombo ganz vorne im 4-3-3-System bei den Dortmundern. Die Aufstellung von Bielefeld, die zuletzt ja super, super, super unglücklich gegen Ingolstadt verloren haben, mit Kersken im Tor, Lannert, Schneider, Großer und Fuchs in der Viererkette, Wörl im ZDM, Balde, Korbos, Kunze und Schienzer im 5er Mittelfeld und Henrik Koch ganz vorne im 4-5-1-System. Hetwa spielt den gut ins Zentrum. Das ist die Schussmöglichkeit, aber der wird aufgehalten von Großer. Großer mit einer richtig großen Aktion in der Abwehr verhindert damit den Schuss für die Dortmunder. Henrik Koch spielt den auf Balde. Jetzt haben wir hier Balde. Hat den Ball, spielt den gut ins Zentrum. Korbos. Korbos spielt den auf, weiter jetzt hier. Wieder Kunze. Koch auf Balde. Die Flanke rein. Ah, die Flanke ist nicht optimal gewesen. Zu nah ans Tor geschlagen. Estevao konnte den Ball dementsprechend parieren bzw. abfangen. Und jetzt hier Asil. Asil mit dem Schuss. Kersken pariert den ersten Ball, den er hier halten muss. Macht das gut. Unser Keeper dort hinten im Tor. Die Leihgabe von Borussia Mönchengladbach. Der hohe Ball kommt rein. Auch der ist gefährlich. Der ist sehr gefährlich. Den hat Kersken aber. Stark gespielt mit der Hacke. Asil. Asil jetzt hier macht das super. Was für ein Pass, was für ein Pass. Kersken pariert hier, hält hier das 0-0 für Arminia Bielefeld fest. Hetwer, die Grätsche von Großer. Genial. Also Großer heute wirklich mit einem ganz, ganz starken Spiel. Kunze spielt den Ball auf Schienzer. Der gibt den gleich weiter auf Henrik Koch. Henrik Koch, der Pass kommt im richtigen Moment. Schienzer jetzt hier. Schienzer, die Flanke. Ah, die ist nicht gut. Die ist nicht gut von Schienzer. Da fehlt der letzte entscheidende Pass. Und jetzt hier Hetwer, ja, hält den Ball stark. Vielleicht der direkte Konter der Dortmunder. Ah, die Grätsche von Großer zu spät. Jetzt hier Jombo gegen Leon Schneider, der das gut macht in der Abwehr. Starkes Stellungsspiel von Leon Schneider. Leo Schienzer spielt den weiter. Korbos nimmt den super mit. Und jetzt hier Keita und der auf Leo Schienzer. Leo Schienzer im 1 gegen 1 kann er da seinen Gegenspieler überwinden, macht das richtig gut. Leo Schienzer. Ist das schnell? Leo Schienzer, den Ball will er rüberspielen, aber die Pässe von Leo Schienzer sind heute leider mangelhaft. Asils Pass sehr interessant. Aber Großer stoppt da schon wieder den Dortmunder. Macht das super, aber der Ballverlust jetzt von Kunze. Der Ballverlust von Kunze und Hetwer kommt durch. Hetwer hat die Geschwindigkeit. Hetwer jetzt hier. Hetwer mit dem Schuss und Kersken mit dem Fuß. Kersken mit dem Fuß ist er da dran. Überragend von Kersken. Wie er den Ball da hält. Semic, sehr gefährlich jetzt hier. Semic in die Mitte gespielt. Das ist die Möglichkeit für Dortmund. Und sie gehen in Führung. Der Außenseiter geht hier in Minute 82 in Führung. Und das könnte eine kleine Vorentscheidung in der Meisterschaft sein, der dritten Liga. Ingolstadt hat zuletzt gegen Bielefeld gewonnen. Mit einer Last-Minute-Aktion. Jetzt hier die Dortmunder spät in der Partie mit dem 1-0. Ist das hier die Meisterschaft für Ingolstadt oder was? Also das sieht sehr, sehr gut aus für die Ingolstädter, für Bielefeld eher schwierig. Rodney Elongo Jombo mit seinem 5. Treffer nach 18. Partie. Wir switchen jetzt auf sehr offensiv und gucken mal, was hier noch drin ist für uns. Hetwer.
Boah, Hetwa kommt durch. Das ist gefährlich. Dortmund. Könnt ihr vielleicht sogar das 2-0 erzielen? Die Dortmunder jetzt hier. Der Pass kommt. Korbus hat den. Großer. Chipnowski versucht durchzustürmen. Chipnowski. Guter Antritt. Der Pass ist nicht optimal. Aber der kommt trotzdem hier zu Winzheimer. Winzheimer mit dem Ball rübergespielt. Jetzt hier Balde. Balde, was ist das für eine Kontrolle des Baldes? Was ist das für eine Ballkontrolle von Balde, Mann? Wir verlieren das Game. Ey, wenn Balde den Ball besser kontrolliert, ist da noch was drin. Aber so verlieren wir das Game. Und das ist die fette Vorlage für Ingolstadt gewesen, hier die Meisterschaft zu holen. Man muss doch sagen, wir haben echt nicht gut gespielt. Eins unserer schwächeren Spiele in dieser Saison. Und damit ein Sieg für die Dortmunder. Während wir hier Ingolstadt wirklich die dicke Vorlage gegeben haben für die Meisterschaft. Das muss man einfach so sagen. Wir haben jetzt noch 3 Spiele vor uns. Und das Schwierigste dieser 3 Spiele kommt jetzt gegen Dynamo Dresden. Die sind aktuell Fünfter und die kämpfen mit Aue und TSV 1860, als auch mit den Saarbrückener und auch Jahn Regensburg um Platz 3. Also das ist ein harter Kampf zwischen Platz 3 bis 7. Und Dresden, die werden alles geben in dieser Partie, um da noch reinzuschlüpfen. Wir müssen jetzt hier ran. Danach kommt Essen, danach kommt Sandhausen, 2 Gegner. Wenn man da nochmal schaut, wo sie sind, also Rot-Weiß-Essen ist 18. und auch Sandhausen 13. Das sind eher die einfachen Gegner. Gut, wir haben auch gerade gegen den BVB verloren. Gucken wir mal. Gehen wir rein ins Duell gegen Dresden. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir hier gewinnen können. Nicht, dass das noch richtig kritisch wird, aber Dresden ist brutal gut drauf. Letzte 5 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden. Hier mal die Aufstellung von Arminia Bielefeld mit Kersken im Tor. Lannert, Schneider, Großer und Oppi bilden die Viererkette. Wörl im ZDM, Bondo, Korbus, Misuta und Schienza im Fünfer-Mittelfeld. Ganz vorne heute Manuel Winzheimer im 4-5-1-System. Bei Dynamo Dresden haben wir Driljaza im Tor. Melichenko, Lewald, Ehlers und Meier in der Viererkette. Will, Gomez und Aslan im Dreier-Mittelfeld. Lemmer, Zimmerschied und Meissner ganz vorne im 4-3-3-System. Meissner. Der Schuss. Gomez mit der ersten ganz großen Möglichkeit hier für die Dresden. Also wir haben jetzt schon 2 Niederlagen am Stück. Eine dritte will ich nicht unbedingt. Lemmer. Gut gespielter Ball. Aslan. Aslan jetzt hier spielt in den Rückraum. Die Schussmöglichkeit, nein, er wird gehindert am Abschluss. Winzheimer spielt den super in diese Lücke. Da ist Leo Schienzer. Leo Schienzer im 1 gegen 1. Macht das gut. Leo Schienzer hier spielt den weiterhin auf Winzheimer. Und Winzheimer mit dem Ball, der ist überragend gespielt. Leo Schienzer nimmt den da nicht perfekt mit. Schade. Well, der Pass ist super auf Leon Schneider gespielt. Der Innenverteidiger hier vorne mit dabei. Verteilt den Ball erstmal in Bielefeld. Jetzt bemüht, etwas mehr Ballkontrolle zu haben. Das war in Halbzeit 1 das größte Problem in ihrem Spiel. Der hohe Ball von Wöll ist gut gespielt. Jetzt hier Winzheimer durch die Beine. Aber da rettet der Verteidiger das Ganze. Das war nochmal stark gespielt hier von den Bielefeldern. Mit Abstand der beste Angriff der Partie von ihnen. Oh, Oppi mit einem Fehlpass. Und der Fehlpass könnte sehr, sehr teuer werden. Wenn nicht Kersken da wäre, der uns mal wieder rettet. Und der mit dem Pass auf Manuel Winzheimer. Manuel Winzheimer spielt den einmal komplett rüber auf Leo Schienzer. Leo Schienzer mit der Hacke hat er den gespielt. Gut, Misuta gibt den auch weiter. Korbus mit dem Abschluss. Korbus an die Latte. Was für eine Aktion hier von Bielefeld. Super Schuss von Korbus. Leider nur an die Latte. Leo Schienzer den hohen Ball rein dort. Winzheimer spielt den auf Balde, der gerade reinkam, aber ihn nicht reinmacht. Das war eine gute Aktion der Bielefelder. Gute Variante, aber kein Treffer. Ecke kurz gespielt. Leo Schienzer im Dribbling verliert den leider. Und jetzt hier die Dresdner. Was machen sie denn da? Keita, wohin mit dem Ball? Und jetzt gibt es auch noch Rot. Ey, warum habe ich Keita überhaupt eingewechselt, ne? Der verkackt den letzten Kontakt in der letzten Folge und jetzt hier verkackt er es auch gerade. Winzheimer dann will da reinrauschen, rauscht aber nur in den Mann rein. Jetzt sind wir auch noch ein Mann weniger, die nächsten 12 Minuten plus Nachspielzeit. Dresden attackiert nochmal, Cueto. Cueto kriegt den Ball in den Strafraum. Jetzt hier,
Meissner, könnt ihr ihn da reinbringen oder was? Meissner, da ist Kersken. Was jetzt? Kersken hat den. Also wir müssen unglaublich aufpassen, dass wir am Ende das Ding nicht noch verlieren. Balde jetzt hier. Was machst du jetzt? Lannert, und der war jetzt hier auf Balde. Vielleicht kannst du ja irgendwas gut machen nach deinen komischen Aktionen da. Balde, im Dribbling. Balde macht das gut. Das ist gut gemacht. Jetzt hier vielleicht die Möglichkeit. Balde. Macht ihn nicht rein. Eine Situation haben wir vielleicht noch mit dieser Standardsituation. Korbos, der hohe Ball rein. Nee, der wird geklärt. Der wird geklärt. Eine Minute Nachspielzeit. Biancardi mit dem Kopfball darüber gespielt. Korbos dreht sich da um seine eigene Achse. Korbos spielt den rein. Nochmal weitergespielt. Nein, der kommt nicht an. Nee, so nicht. Spiel endet 0-0. Endet 0-0. Okay. Müssen wir akzeptieren. Also wenn Ingolstadt jetzt gewonnen hat, dann war es das natürlich. Ingolstadt hat verloren. Die haben verloren, Leute. Sie haben verloren. Was einerseits echt schön ist, weil dadurch die Chance auf die Drittligameisterschaft noch da ist. Andererseits super ärgerlich, weil wir eben nicht rangekommen sind. Das ist die Situation jetzt 2 Spieltage vor Schluss. Gewinnen wir das Spiel gegen Essen, dann sind wir in der ersten, in der zweiten Liga. Dann ist der Aufstieg perfekt. Dann können wir schon was feiern, Leute, in dieser Folge. Aber es kommt natürlich auch noch ganz drauf an, was macht jetzt Ingolstadt. Können wir auch noch den Drittligatitel holen? Weil den will ich eigentlich auch einsacken. Okay, alle auch noch hier gleich, was die Spiele angeht. Letzten beiden Spiele anscheinend synchron, bis auf Dortmund und Freiburg. Ingolstadt muss ran gegen... Gegen wem spielen sie? Gegen Waldhof Mannheim, okay. Und Aue muss gegen Lübeck ran. Aber wir müssen auch die 1860er durchaus so einen Blick haben. Aber wenn wir das Ding gewinnen, sind wir in der zweiten Liga. Also wir müssen einfach in Anführungsstrichen nur gewinnen. Muss man natürlich erstmal auch hinkriegen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt gegen Essen, gegen Rot-Weiß Essen, die zuletzt viele, viele Spiele nicht verloren haben. Letzte 5 Spiele, 4 Unentschieden, 1 Sieg. Hier haben wir die auch schon von Rot-Weiß Essen mit Golz im Tor. Vorfuck. Dann Rios Alonso, Mano und Brumme in der Viererkette. Rota, Young, Sapina, Götze und Marvin Opputz hier im Mittelfeld. Berlinski ganz vorne im 4-5-1-System. Das gleiche System spielt Bielefeld ebenfalls mit Kersken im Tor. Lannert, Schneider, Großer und Fuchs in der Viererkette. Wörl im ZDM, Bondo zusammen mit Scienza auf Außen, Kunze und Korbus im Zentrum und Henrik Koch ist wieder zurück in der Startelf im 4-5-1-System. Leo Scienza probiert es einfach mal! Was für ein Treffer von Leo Scienza! 3 Minuten gespielt und er haut einfach mal das Tor des Monats raus hier. Was ein Abschluss hier vom Brasilianer. Was für ein geiler Abschluss. Hier sehen wir es nochmal. Zack, trifft den Ball. 111 km/h. Geile Flugkurve. Ist das der Treffer, der uns hier in die zweite Liga schießt oder was? Die Bielefelder jubeln zurecht. Stand jetzt ist man in der zweiten Liga. Stand jetzt ist Arminia Bielefeld offiziell aufgestiegen und zurück in Liga 2. Oh, der Ball ist gut hier. Rot-Weiß Essen spielt's überragend. Kersken rettet uns in Minute 8. Was für eine grandiose Parade von Kersken. Götze jetzt hier. Der Pass ist super, aber Kersken... Seine Parade ist noch besser als der Schuss seines Gegenspielers. Macht er mal wieder gut. Zweite starke Parade von Kersken. Die Ecke! Also da müssen wir aufpassen. Weil die Essener, die haben Bock. Kunze spielt den jetzt hier auf Scienza. Viel Ballkontrolle jetzt hier bei Bielefeld. Ja, jetzt hier auch Scienza. Scienza macht das super. Scienza macht das richtig gut. Nur der Treffer nicht. Der Nachschuss ist auch wieder bei Golz. Aber Scienza heute mit einem seiner besten Spiele bisher. Bondo. Henrik Koch im richtigen Moment spielt er den auf Lannert. Und jetzt hier Lannert. Lannert jetzt hier. Braucht da Unterstützung. Lannert spielt den rüber. Der ist gut. Kunze. Kunze macht ihn nicht rein, weil Golz den hält. Guter Schuss von Kunze. Besser pariert vom Keeper. Korbus bei der Ecke. Die kommt gut. Aber was macht Henrik Koch draus? Der kommt komplett frei zum Kopfball und macht das nur draus. Yannick Fuchs spielt den überragend auf Henrik Koch.
Henrik Koch schiebt ihn rein. 2-0 Bielefeld. 2-0 Arminia Bielefeld. Wir sind in der zweiten Liga aktuell. Nach 40 Minuten sind wir aktuell in Liga 2. Je nachdem, was Ingolstadt macht, sind unsere Chancen auch groß oder eher ein bisschen weniger groß in Sachen Drittligameisterschaft. Der Pass hier von Yannick Fuchs und dann Henrik Koch mit dem guten Abschluss. Also es sind die beiden Jungen, der 17- und der 18-Jährige hier im Zusammenspiel, was den Treffer angeht. Zack, schiebt er da schön vorbei, macht das gut Koch. 2-0 Bielefeld und vor allen Dingen aktuell zweite Liga Bielefeld. Kunze stark, wie er sich um seine eigene Achse dreht. Schienzer spielt den auf Yannick Fuchs. Yannick Fuchs jetzt hier mit dem Antritt. Yannick Fuchs spielt den flach auf Schienzer, macht das super. Schienzer nimmt den super mit. Schienzer mit dem Abschluss, fast das 3-0. Und jetzt hier, ui, Essen muss aufpassen. Die haben ein bisschen Probleme mit dem Pressing von Bielefeld. Und jetzt hier Corbus, Foulspiel, Vorteil. Ja, das macht er stark. Das macht er ganz stark. Und jetzt hier die Möglichkeit, spielt den ab. Kersken hält den. Willst du mich verarschen? Was hältst du bitte für Bälle, Junge? Also Kersken ist so ein abnormal krasser Keeper für die dritte Liga. Das, was der hält, ist ja fast schon Bundesliga-tauglich hier. Leo Schienzer spielt den gut auf Bondo. Und Bondo muss jetzt den richtigen Abspielzeitpunkt finden, hat er gefunden. Schienzer geht da ins Dribbling, macht das super. Jetzt hier der Ball rübergespielt. Nicht der Treffer von Koch, weil der wirklich schwach war, der Abschluss. Der Abschluss von Henrik Koch war richtig mangelhaft in dieser Situation. Korbos, der Pass ist gut. Was für ein Pass. Henrik Koch. Was macht der Keeper denn da? Also das sah ganz komisch aus. Was macht denn der Keeper der Essener da gerade? Auf jeden Fall 3-0 hier. Henrik Koch mit seinem Doppel, aber ich will nochmal auf den Torhüter gucken. Das sah jetzt gerade in der echten Geschwindigkeit ganz schön komisch aus. Hier sehen wir. Von hier sieht es wieder nicht ganz so komisch aus. Von hier, wenn man hier sieht, er rennt irgendwie nach... Also der Keeper ist komplett verwirrt, weil er rennt nach da. Komische Aktion auf jeden Fall, naja. Soll mir egal sein, 3-0. Wir sind in der zweiten Liga, verdammt nochmal. Essen jetzt hier, die versuchen nochmal nach vorne zu kommen. Orbots, na? Der Schuss abgewehrt. Orbots nach wie vor jetzt hier über die linke Seite. Hat er den auf seinen Mitspieler gespielt und hat den Ball wieder. Jetzt vielleicht der Schuss und der ist drinne. Brumme mit dem Treffer. Der Ehrentreffer hier für Rot-Weiß Essen stand jetzt. Ob es noch wirklich was an Spiel ändert, werden die nächsten 10 Minuten zeigen. Er kriegt da ein bisschen Platz aus 16 Meter, schließt den dann super ab. Kersken kommt da nicht ran. 3-1. Ehrentreffer oder doch nochmal hier der Start zu einem Monster-Comeback in 10 Minuten. Vierter Treffer in der 31. Partie für ihn. Mal schauen, wie hier die letzten 10 Minuten so werden. Rot-Weiß Essen kommt nochmal. Mit Brumme, den Torschützen. Brumme, die Grätsche ist nicht gut. Rot-Weiß Essen jetzt hier nochmal. Der Pass in die Mitte und der ist drinne. Was geht denn jetzt ab? Rot-Weiß Essen jetzt innerhalb von kürzester Zeit mit zwei Treffern. Die wollen hier den Aufstieg von Bielefeld nochmal vermiesen. Also Rot-Weiß Essen hier mit einem Monster-Comeback oder was? Hier die Schussmöglichkeit, spielt den aber rein. Kersken kommt da nicht mehr ran. Also jetzt müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Weil ich will nicht, dass das schief geht. Fuchs. Der hohe Ball auf Schienzer, nein, der kriegt den nicht verwertet. Jetzt hier Young. Haben hier nur noch wenige Minuten zu spielen. Wieder Rot-Weiß Essen im Ballbesitz. Manu jetzt hier. Habenbock. Über das Zentrum. Die Grätsche geht daneben. Essen, haben sie nochmal eine Möglichkeit oder was? Sapina hier. Misuta will da ran. Misuta kommt da nicht ran, aber das Spiel ist eh rum. Wir steigen auf, verdammt nochmal. Wir sind aufgestiegen. Wir haben es geschafft. Diese lange Saison, wo wir so stark agiert haben, wird mit dem Aufstieg belohnt. Wir sind offiziell in der zweiten Liga. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Nächstes Jahr sind wir in der zweiten Liga. Wie weit wir es schaffen, ob wir sogar noch die Meisterschaft holen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Gern euer Spieler der Folge in die Kommentare. Für mich ist es Kersken mit seinen Wahnsinnsparaden. Aber jetzt wird hier natürlich ein bisschen gefeiert, der Aufstieg. Zu Recht. Ah, das wird nice. Zweite Liga wird nice. Muss man einfach sagen. Aber Essen echt, die haben uns nochmal geschockt am Ende. Die haben echt nochmal versucht, uns zu schocken.
Ingolstadt, wo ist Ingolstadt? 0-0, wir sind wieder Tabellenführer, oder was? Ja! Wir haben... Alter Schild, wir haben die Tabellenführung. Wir haben die Tabellenführung. Wir haben uns die Tabellenführung zurückerobert. Wie geil ist das denn? Transferangebot für Bulle... kümmern wir uns gleich drum, ja? Kümmern wir uns gleich drum. Lass uns erstmal weitergehen hier kurz. Ja, Laien enden demnächst, wissen wir. Kümmern wir uns gleich drum. Biancardi-Angebot, kümmern wir uns gleich alles drum, ja? So, also. Also, jetzt passiert hier noch einiges. 37 Spiele gespielt. Wir sind Erster oder Zweiter schon mal sicher. Der Aufstieg ist perfekt. Und es geht im letzten Spiel in der nächsten Folge dann darum, gegen Sandhausen zu gewinnen möglichst. Weil je nachdem, was Ingolstadt eben gegen 1860 macht, das ist natürlich auch ein Monsterduell dort. Könnten wir Drittligameister werden. Boah, aber das ist auch der schwierigste Gegner für Ingolstadt für den letzten Spieltag. Weil es für die 60er noch um den Relegationsplatz geht. Aue muss ran gegen Regensburg. Für die geht es leider nicht mehr um den Reli-Platz. Haben ein bisschen zu wenig Punkte. Die waren ja lange Zeit auf Platz 3. Und Aue, die so lange Erster waren oder Erster und Zweiter, je nachdem, werden vielleicht nicht aufsteigen. Ey, das wird super spannend. Und jetzt hatten wir auch noch ein paar Transferangebote, um die wir uns auch kümmern müssen. Erstmal diese ganzen Leihnachrichten hier. Die überspringen wir mal. Und dann gehen wir gleich mal in die ganzen Transferangebote rein. Erstmal hier Jugendmannschaft. Richter, eine 61, der wird immer interessanter. Ja, muss man mal schauen. Und jetzt gehen wir einmal rein in die ganzen Transferangebote, die wir haben. Hier am Ende. Also. Wir fahren erstmal hier mit Bullejab oder wie der auch heißt. 1,1 Millionen hatten wir schon mal für ihn rausgeholt von Gillingham. Da hat er leider abgelehnt damals. Deswegen versuchen wir wieder. Wir versuchen mal mit 1,2 Millionen. Ach komm. Nerv doch nicht. Verhandel doch wenigstens. Wir haben zwei Angebote für Biancardi. Hier werden natürlich 900k ganz nett. Dadurch, dass wir zwei Interessenten haben, können wir da natürlich auch ein bisschen pokern. Boah, die bleiben bei 760, okay. Machen wir 850. Verzögern wir mal. Wir lassen uns das offen, weil wir brauchen Biancardi zwar nicht, aber lassen wir das mal offen. Und Angers will auch Biancardi, interessant. Was seid ihr bereit zu bieten? Bietet ihr 830? Die sind auch nicht bereit, viel mehr zu bieten. 790, komm. Auch hier verzögern wir kurz mal. Also beide sind hier bei 760k beim Maximum. Nehmen wir mal beides einfach an, weil am Ende wir brauchen Biancardi nicht. Und Bari, die wollen Yildirim haben, okay. Hier versuchen wir auch nochmal Kleinigkeiten reinzukriegen. Machen wir 770k, komm. Ja, die sind hier auch hart am Fahren, 720, machen wir 57, komm. Perfekt. Also könnten wir für Yildirim 750 reinkriegen, als auch für Biancardi, das wären schon mal 1,5 Millionen. Ich werde natürlich, weil wir höchstwahrscheinlich zu viel Budget haben werden in der zweiten Liga, ich werde das wieder mit Scouts verpflichten und Co. runterschrauben. Aber wir können schon mal vormerken, falls beide gehen, haben wir auf jeden Fall 1,5 Millionen mehr zur Verfügung. Wäre noch cool, dass wenn Bujelab gehen würde. Aber gut, schauen wir dann mal. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann geht es eben darum, ob wir Drittligameister werden oder nicht. Euer Veloschen meldet sich fürs Erste ab und bye bye.